Herzlich willkommen zurück, meine lieben Polstermöbel, zu einer neuen Runde The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, wir sind jetzt hier in der Kaiserstadt angekommen beim letzten Mal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier hin müssen. Ich hätte gerne eine Weltkarte. Danke. Ach ja, genau, wir müssen jetzt zur Wainon-Priorei. Ja. Gut. Da laufen wir jetzt auch mal hin. Mal gucken, was uns so auf dem Weg erwartet. Nö, danke, ich möchte mit dir reden. Sehr freundlich aber, dass du fragst. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, dass... Was ist los? Ach, nix. Aber nett. Dass Leute aus einem... Zum Glück gibt es den Rattenkurier. Ich wüsste nicht, wie wir sonst an unsere Nachrichten kommen sollten. Dass Leute wir könnten in einem, einfach den Leuten beim Reden nett zu mir sind. Seit Morrowind. Das ist schon komisch. Ja, hier ist jemand. Ihr seid, hi. Hi, unser Mittelalter. Hoi, na, alles Roger. Läuft bei euch. Ja, genau, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Hops, 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 hops. Und dann begeben wir uns in die große, weite Welt von The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich kann nicht steuern mit einer Hand. Komisch. Was ist los? So, da sind wir. Und auf wie geht's? Ich hätte mir jetzt natürlich... Ha! Au. Das war nicht so klug. Wie cast ich nochmal? Ah, C. Sehr gut. C wie Carsten, ne? Ich sag's auch mal. Carsten. Carsten! Ich hätte fast verpeilt aufzunehmen. Es ist jetzt gerade mitten in der Nacht. Zu Freitag. Irgendwie habe ich da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich habe noch. Ich muss noch Minecraft Leben im Part schneiden. Mini-Leben. Und noch so einiges anderes noch fertig machen. Was bei mir noch auf der Platte schlummert. Und dachte gerade so, als ich mich hier hingesetzt habe. Fuck, das ist jetzt scheiße. Ich muss noch aufnehmen. Das mache ich jetzt schnell. Aber kann ich euch behilflich? Ich weiß nicht, vielleicht ich dir. Wisst ihr, ich habe keine Synchronstimme. Wie kann ich helfen? Na los doch, lach. Moment, was? So schnell kann ich nicht lesen. Das ist nämlich die allererste Quest, die man kriegt in dem Spiel. Fischen gehen, da müssen wir nämlich Schlachterfische klatschen. Das werden wir jetzt aber noch nicht tun. Die haben es nämlich ganz schön in sich. So. Ich habe tatsächlich letztens ein Weiß, ich weiß nicht, ob ihr Weiß kennt, das ist so eine unabhängige, ja nicht Nachrichtenseite. Zum Journalismusverbund, wenn man das so nennen möchte. ein Artikel gelesen, jetzt, wo die E3 ja bald bevorsteht. Da schreibt der Autor, dass er Oblivion 1000-mal besser findet als Skyrim. Und er begründet das. Und er begründet das damit, dass er sich hier in Oblivion, und da muss ich ihm tatsächlich recht geben, sich fühlt wie in einer Märchenwelt, weil nicht alles so ernst kommt. Ja, man Bethesda nimmt sich hier auch selbst so ein bisschen auf die Schippe und das ganze Spiel ist halt nicht so knalle ernst, wohingegen Skyrim doch einen sehr ernsthaften Touch hat und auch die Umgebung natürlich mit... Oh Gott. Ins Gesicht. Oh. Komm, einen kriegst du noch. Alter, das kam überraschend. Und Himmelsrand natürlich auch ein nicht ganz so ansehnlicher, schöner Ort ist, wie jetzt Sidoril. Allerdings
würde ich nicht unbedingt sagen, dass es das schlecht, also dass es dadurch schlechter ist, das Spiel. Er sagt, diese Allgegenwärtigkeit von Kälte und so, dass ich meine, man fühlt sich da einfach nicht wohl, wenn man da spielt und so, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und da wäre ich über meine, über eure Meinung auch sehr froh. Oder wenn ihr da eine Meinung zu habt, zumindest. Ich meine, die Kaiserstadt liegt halt mittendrin im Zentrum Silurien. Und, Alter, so ein bisschen HP hat das nur abgezogen. Sauber. Ja, richtig gut. Ah, springen. Leerzeichen. So. Aber, und Himmelsrand liegt halt einfach im Norden. Das ist halt einfach ein nordisches Land, das auch von der ganzen Idee her so ein bisschen an den alten nordischen Götterglauben angelehnt ist und so. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, was ich hier erzähle. Und ich finde, dass das sehr gut rüber... Oh, fick dich, vor dich vor dir erschrecke ich mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, verjage ich mich vor diesem Arschloch. Was ist los? Hättet ihr Mühe? Komm, jetzt gibt's eine auf den Backen. Komm. Verdammte Naht. Wie viel anders? Also mein Punkt ist einfach, wie viel anders soll man ein Land machen, in dem einfach nur Frost und Kälte herrschen? Da ist es halt nun mal schweinekalt. Und ja, das ist ungemütlich. Und ja, die sind da alle nicht so fröhlich und happy. Aber da ist ja auch einfach alles scheiße in diesem Land. Ich wäre auch nicht fröhlich und happy, wenn ich irgendwie jeden Tag, den ganzen Tag, wenn ich nur einen Liter Milch holen will, erstmal mich aus meinem Haus rausgraben muss durch den Schnee. Und von daher, es ist ein anderes Spiel, das ist richtig. Und es ist auch weniger nicht schön im ästhetischen Sinne, sondern im, ihr wisst, was ich meine. Aber es ist dadurch nicht schlechter und ich kann sein Statement war, oder die Überschrift des Artikels war, liebe Bethesda Softworks, macht Skyrim doch ein wenig mehr so wie Oblivion und weniger wie Skyrim. Oder irgendwie so. Und das kann ich halt überhaupt nicht, dem kann ich halt nicht zustimmen, weil ich, wie gesagt, einfach finde, dass das grundverschiedene Spiele sind, die in grundverschiedenen Settings passieren und dadurch sehr wahr rüberkommen, in meinen Augen, für so ein Fantasy-Spiel. Und ja, da wäre ich über eure Meinung gespannt, wie ihr das seht. Ich habe die Wainon-Priorei erreicht. Jetzt muss ich das Amulett der Könige zu Joffrey bringen. Danke für die Erinnerung. Ob ihr auch findet, dass Skyrim zu ernst ist, oder... Ja? Kann ich euch helfen? Das ist meine private Angelegenheit. In der Tat. Noch ein geheimnisvoller Besucher. Hm. Macht nur weiter. Ihr wisst, wonach ihr sucht. Ich lese einfach weiter. Das ist sehr freundlich, danke. Ich sollte vielleicht mal die Fackel ausmachen. Wo ist er denn? Die brauche ich ja hier drin. Guten Tag, mein Guter. Oh, 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 oh. Ich verwechsel immer noch Leerzeichen mit E irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich bin Bruder Joffrey. Was wünscht ihr? Ich bringe euch das Amulett der Könige. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Zeigt es mir. Ja, bitte, bitte. Bei den Neunen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Ja, ist tot, ne? Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst ihr über den Tod des Kaisers? Wiederholst du dich gerne? Oder ist das in eurem Orden irgendwie so gang und gäbe, dass man alles doppelt sagt? So unglaublich eure Geschichte auch klingt, ich glaube euch.
Nur das seltsame Schicksal Uriel Septims könnte euch hierher gebracht haben, mit dem Amulett der Könige bei euch. Was er eigentlich meinte, ist auch mir nicht ganz klar. Der Kaiser schien eine Bedrohung aus der dämonischen Welt von Oblivion gespürt zu haben. Der Fürst der Zerstörung, Merunes Dagon, ist einer der Fürsten von Oblivion. Aber die Welt der Sterblichen ist durch magische Grenzen von den Daedra von Oblivion getrennt. Wie kann Oblivion denn dann eine... Danke für diese Sprachoption. Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen wirklich, was die Krönungsrituale bedeuten. Das Amulett der Könige ist alt, sehr alt. Die heilige Alessia selbst hat es von den Göttern bekommen. Es ist eine heilige Reliquie mit großer Macht. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er mit dem Amulett die Drachenfeuer im Tempel des einen in der Kaiserstadt. Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachenfeuer im Tempel zum ersten Mal seit Jahrhunderten erloschen sein. Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der Kaiser wusste. Der Kaiser bat mich, seinen Sohn zu. Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren war ich Hauptmann von Uriels Leibwache, den Klingen. Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge, lag schlafend in einem Körbchen. Uriel trug mir auf, ihn an einen sicheren Ort zu bringen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sein Sohn war. Von Zeit zu Zeit fragte er, wie sich das Kind entwickelte. Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn der Erbe des Septimthrones ist, falls er noch lebt. Ja, die Story wäre vorbei, wenn nicht, ne? Wo kann ich Uriels Sohn finden? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. Quatsch! Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen und ihn finden. Wenn der Feind von seiner Existenz weiß, was äußerst wahrscheinlich ist, dann ist er in schrecklicher Gefahr. Ja. Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Ich habe nicht viel, aber ich helfe euch so gut ich kann. Ist recht. Ich bewahre hier in meiner Truhe einige Dinge auf, um durchreisende Agenten der Klingen auszurüsten. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt. Alles klaro. Das mache ich doch glatt. Dann mach mal auf das Ding. So, was haben wir denn da? Stahlbogen, Stahlpfeile. Immer her. Was habe ich denn eigentlich an Rüstung dabei? Sackleinenhose noch. 1, 3. Ist ja nicht viel. Da ist das gleiche. So, leider Handschuhe haben wir immer noch nicht, aber das macht ja nichts. Die Tränke nehmen wir alle mal mit. Wir bringen alle Knaste. Da können wir auch gleich mal ein bisschen was verticken gehen. Und sonst. Ja, den Rest. Das war's erstmal. So, mal ausrüsten. Das sollte auch auf das Wichtige gehen. So, Stahlbogen haben wir schon mal. Stahlpfeile auch mit rein. So. Lederbeinschienen. Siehst du, sieht doch schon fast so aus, als wüssten wir, was wir tun. So. Guten Tag. Willkommen, guter Bürger. Ich bin Bruder Pina und dies ist die Venon-Priorei, ein Kloster. Kann ich euch helfen? Du hast wahrscheinlich noch nichts davon gehört, aber hilf mir! Hier, vielleicht wird euch das von Nutzen sein. Das ist eines der Bücher, die ich noch aus meiner Ausbildung bei den Klingen besitze. Ihr begebt euch in Gefahr. Mehr hat uns Geoffrey nicht gesagt. Ach so. Doch ihr könnt versichert sein, dass unsere Gebete euch begleiten werden. Danke. So, zack. Erstmal schön was gelernt. Sauber. So. Ich weiß, dass ihr auf einer wichtigen... Ja. Talos Segen möge euch begleiten. Seid standhaft. Ich arbeite dran. Jetzt haben wir nämlich auch ein Pferdchen. Woo! Hey, so.
Pferd abholen. Du gehst mir jetzt nochmal. Ich bin hier der Schäfer. Eronor ist mein Name und dies ist die Vaynon-Priorei. Hilf mir! Normalerweise mische ich mich in die Angelegenheiten der hohen Herrschaften, die zur Priorei von Vaynon kommen, um Meister Joffrey zu sprechen, nicht ein. Tut euch keinen Zwang an und nehmt diesen Hammer. Ihr könnt ihn vielleicht gut gebrauchen und ich habe noch andere. Außerdem fallen hier nur selten Schmiedearbeiten an. Nun gut, wir haben wichtigere Dinge zu tun, als den ganzen Tag hier herumzustehen und Schwätzchen zu halten. Gehabt euch jetzt wohl. Ja, ich gehabe mich. Danke. Ist hier noch irgendwer drin, der mir irgendwas schenken kann, ohne dass er mich kennt? Wie weit ich einfach mal springen kann, ne? Zieht euch das mal rein einfach. Guck mal, pass auf. Achtung. Das. Schon verrückt. Na gut, bin ich rumgealbert. Noch irgendwas? Nein. Guten Tag. Ja, moin. So, jetzt hoffe, die uns greifen. Dann geht's zurück in die Kaiserstadt. Ob ich damit jetzt wirklich schneller bin, ist eine gute Frage. Und dann verticken wir erstmal den ganzen Shit, damit wir ein leeres Inventar haben. Und dann reißen wir hier ein paar Leuten mal ordentlich die Poperze auf. Das ist eine Scheißquest hier unten, das weiß ich noch. Da ist ein Hof mit... Der Typ sitzt auch in der Kaiserstadt. Ich glaube, seine Söhne sind das. Die sitzen irgendwo in der Kaiserstadt am Hafen, glaube ich, und besaufen sich. Und dann geht man da hin und dann kommt Welle um Welle mit Goblins. Und die kämpfen mit einem. Und es ist mir so oft passiert, dass ich diese Söhne einfach direkt mit umgelatscht habe, weil die einfach im Weg standen. Die ist richtig kacke, die Quest. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Naja, geht jetzt erstmal wieder ein bisschen Sachen verkaufen. Wir brauchen Geld. Dann können wir uns auch ordentlich ausrüsten. Yeah! Räumt hier auch keiner weg, ne? Arme Wölfchen. Aber der musste ja seine Backen aufreißen. Sieht schon cool aus. Ach, ich mag das Spiel. Kann ich eigentlich auf dem Pferd auch eine Fackel in der Hand haben? Fände ich eigentlich ganz cool. Oh ja, nice. Dummes Khajiit. Hoffentlich verfaulst in der Sonne. So. Ich finde das immer so süß, wie das Pferdchen die Ohren hochmacht, wenn man springt. Hui! Da freut sich das Pferd. Ich höre euch zu, Bürger. Ja, ich will aber nicht mit dir reden. So, jetzt kann ich auch mal der unfreundlich sein. So. So richtig flink ist das Pferd jetzt nicht, ne? Och, komm, alter Gaul. Ja, es. So, warte mal. 6 sind 12, macht 6. So, warten wir bis 8, dann machen die Läden nämlich auch auf. So, haben wir es dann. Ach ja, erstmal laden. Nur weiter, ich höre zu. Ja, ich bin auch schon weg. Ich sollte vielleicht diese Handschellen loswerden. Die machen für mich bestimmt nicht sonderlich vertrauenserweckend bei den Händlern. Komm, mach die mal aus, die alten Dinger. So, siehst du.
Das sieht doch gleich viel besser aus. Oh, jetzt geht's noch bergauf, da wird's bestimmt noch langsamer. So, haben wir es geschafft. Meine Güte. Den Rest mache ich wahrscheinlich zu Fuß. So. Mal gucken. Markt. Ja, dann hier rum. Hier rum, hier rum, schrumm, schrumm. Ih, meine Nase juckt. So. Wanted. Gesucht, Graufuchs. Gesucht wegen Diebstahls, Unterschlagung, Fälschung, Taschendiebstahls, Falschmünzerei, Einbruch, Verabredung zum Diebstahl, Raubes, Steuerhinterziehung, Verleumdung, Betrugs, Verrats und übergroßer Frechheit. Ja. Wahrscheinlich männlich und aus Kolovia. Größe zwischen 1,50 und 1,80. Gewicht normal, Haar und Augenfarbe unbekannt. Alle Bürger mit Informationen sollten sich an Wachhauptmann Hieronymus Lex wenden. Ja Mensch, das ist ja die beste Beschreibung, die man überhaupt haben kann. Den findet man bestimmt. Ohne Probleme. Oh ja, in der Arena kämpfen wir auch noch. Jetzt in den Marktbezirk gehen. Was ist los? Och, ich springe hier nur so rum. Ja, sehr schön. So, mal gucken, wo ist denn hier mal so ein Slash and Smash. The Gilded Craft. The Best Defense. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Moin! Die beste Verteidigung. Ja. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Verkaufen. Ich verkaufe dir das. Ja. Ich verkaufe dir das. Ja. Ein gutes Geschäft. Und dieses. Und jenes. Und dieses auch. Ich verkaufe dir einfach alles. Kauf Sachen von mir. Hammer reparieren. Ja. Saphir. Ja. Oh nein. Haut mal die Wolken los. So und so. Ihr seid ein harter Feilscher. Ja, hab Dank. Okay. Auf Wiedersehen. So, jetzt gehen wir nochmal kurz. Deine Augen sehen komisch aus. Wiedersehen. Jetzt gehen wir nochmal kurz zu Gilded Carafe und werden die ganzen Tränke los, die wir nicht brauchen. Guten Tag, meine Gute. Ich habe alles, was ein angehender Alchemist. Ja, ja. Kann ich euch etwas für meinen erstklassigen Waren zeigen? Nö, aber ich dir meine. Ja, alles weg, alles weg. Ich bin im Spiel noch nie Tränke gebraucht. Und das richtig. 35 Punkte, 20 Punkte. 35 Punkte, 20. Ach komm, hau weg den Scheiß. Ja, ja. Das hört nur auf los, meine Güte. Ach ne, komm, die behalten wir. Vorsicht, vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Ja, immer gerne. Tschüss. Annett mit dir. So. Jetzt die beste Verrüstung. Aber immer her. Kommen wir zum Geschäft. So, Lederhelm brauche ich, auch wenn er nicht schön ist. Da habt ihr ein Schnäppchen gemacht. Danke, danke. Ist ja richtig ein guter. Kommen. Obwohl wir gucken noch mal. Ach nee, das, die haben ja gar nichts. Ne? Ja komm, dann nehmen wir jetzt erstmal ein paar Pelze. Empfehlt mich euren Freunden. Ja. Wenn wir was Besseres finden, dann ist das halt so. Lederhelm, Pelzhandschuhe. Wiedersehen. Ja, schön. So, und jetzt noch Waffen shoppen. Urbul, Gro Orkulk weiß, dass ihr Ex... Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil.
Er hat aber nichts für mich. Das ist auch sehr schade. Du enttäuscht mich, alter Junge. Hier. Ein gutes Geschäft. Und noch ein. Dafür haben wir jetzt ordentlich schon mal. Aber ich warte. Ich bin recht praktisch begabt. Was muss repariert werden? Wow, 3 Goldstücke. Man. Wir haben nichts mehr zu. Du bist ja richtig. Du machst schon dein Geld, du. Wirklich ich elegant. Grüße euch. Stäbe. Gibt's hier nicht auch so einen Gemischwarenhändler oder so? Ja, ach, das ist hier von dem Betrüger. Was kann ich heute für euch tun? Ja, wart mal ab. Das kommt alles noch. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Nö, nee, finde ich alles blöd. Lebt wohl. Beehrt uns. So, nochmal in die Ecke gucken. So, das ist der Kurier. Three Brothers Trade Goods. Moin, bis weiter. Und deine anderen zwei. Herr Tullian, Sergius und Cicero, die 3 Verus-Brüder. Ja, dann das. Wir mal verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Ihr habt sehr, sehr doofe Sachen. Auf Wiedersehen. Ja, unwahrscheinlich bei deinem Angebot. So gut wie neu. Das hört sich doch toll an. Moin. Seht euch ruhig. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Das hatte der doch schon drüben. Das ist ein Konglomerat hier. So, aber wir können hier mal. Ich glaube, ihr seid genau der Richtige für uns. Vielleicht könnt ihr uns mit einem Problem hier im Marktviertel helfen. Na, aber klar doch, Frau mit dem überbreiten Kiefer. Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Thornir seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Ja, den halb. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Er steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Übeltaten und lasst es uns wissen. Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Ja, das kriegen wir noch auf die Reihe bestimmt. Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Er verlangt weniger, als allein schon die Herstellung mancher Dinge kostet. Seht selbst. Okay. Nochmals danke für eure Hilfe. Wir hätten sonst nicht gewusst, an wen wir uns wenden sollten. Ja, dafür bin ich ja da. Frisch aus dem Knast. So, Freunde, ja, damit wäre die Folge auch vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Paten Daumen nach oben. Und nächste Woche geht's dann weiter mit einer weiteren Folge Child of Light. Und bis denn dann. Tschüss.